Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir wollen uns heute Morgen mit dem Thema beschäftigen, die Bedeutung der reinen und unreinen Tiere nach 3. Mose 11. Es geht dort um die Anweisung Gottes an sein irdisches Volk Israel unter dem Bund vom Sinai bezüglich der Nahrung, und zwar Fleischnahrung. Dieses Kapitel erläutert, welches Fleisch ist koscher, rein, um gegessen zu werden, und welches ist nicht koscher, darf nicht gegessen werden. Da stellt sich natürlich die Frage, ja, und was gilt da für Christen? Die Bibel ist ganz klar. Die Gemeinde des lebendigen Gottes, bestehend aus allen wahren Gläubigen von Pfingsten, Apostelgeschichte 2 bis zur Entrückung, 1. Thessalonicher 4, Vers 13 und folgende, steht nicht unter dem Gesetz vom Sinai. Das kann man ganz klar nachlesen in Römer 6, Verse 14 bis 15, 1. Korinther 9, Vers 20 und Galater 5, 18. Aber das Gesetz ist voll geistlicher Belehrung für die Gemeinde. Der Schluss, den viele gezogen haben, das Alte Testament hätte für die Gemeinde keine spezielle Bedeutung mehr, ist vollkommen falsch und bringt einen um gewaltigen geistlichen Segen. In Römer 15, Vers 4 lesen wir, denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, auf dass wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Das Alte Testament ist für die Gemeinde geschrieben. Alles. Auch 3. Mose 11. Nun müssen wir aber ganz klar erkennen, nach Römer 7, Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Die ganze Tora ist geistlich, ist vom Geist Gottes inspiriert und enthält deswegen eine geistliche Botschaft. Und wir wollen sehen, was diese Koscher-Anweisungen, diese Kaschrut-Gesetze geistlicherweise bedeuten. Wenn wir lesen von reinen und unreinen Tieren, könnte man irgendwie ein gebrochenes Verhältnis bekommen zu gewissen Tierarten, zum Beispiel zum Schwein. Aber da ist ganz wichtig, was der Apostel Paulus lehrt in 1. Timotheus 4, Vers 4, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dieses den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener von Christus Jesus sein, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, welcher du genau gefolgt bist. Hier wird deutlich, jedes Tier, jedes Geschöpf Gottes ist an sich als Geschöpf etwas Gutes. Ein Schwein ist nicht ein schlechtes Geschöpf. Aber Gott hat das Schwein extra so geschaffen, dass es uns eine geistliche Belehrung gibt für etwas, das unrein ist. Aber das Schwein ist in sich nicht unrein. Aber es weist symbolisch auf etwas Unreines, das wirklich unrein ist, hin. Damit wir 3. Mose 11 gut einordnen können, sollten wir die ersten drei Bücher der Bibel in der Übersicht in ihrer Bedeutung kennen. Schön wäre, wenn wir weiterfahren könnten mit 4. Mose, 5. Mose und so weiter. Aber wir schränken uns ein. Das dritte Buch Mose ist das Buch der Heiligkeit. Der Begriff heilig sein, heiligen, Heiligtum, Allerheiligstes, kommt so oft vor in diesem Buch, Dutzende Male. Und dadurch erkennt man, es geht hier wirklich um die Heiligkeit Gottes. Und jetzt, wenn wir die Abfolge der ersten drei Bücher der Bibel anschauen, so können wir erkennen, das erste Buch Mose vermittelt die Botschaft, die Verdorbenheit des Menschen durch die Sünde. Es fängt alles wunderbar an und vollkommen. Und dann bereits in Kapitel 3 macht der Mensch durch den Sündenfall alles kaputt, was Gott aufgebaut hat.
und die ganze Menschheit danach ist in der Sünde und in der Rebellion. Aber dann kommt das zweite Buch Mose. Mose hat extra nicht einfach nur ein Buch geschrieben als Torah, sondern fünf Bücher. Und mit dem zweiten Buch Mose beginnt etwas ganz Neues. Es beginnt damit, dass Israel in der tiefsten Not, im Elend ist in Ägypten. Aber Gott erlöst es durch das Blut des Lammes. Und so ist das zweite Buch Mose das Buch der Erlösung durch das Blut des Lammes. Und jetzt folgt das dritte Buch Mose, das beginnt mit Vayikra. Und er rief. Das ist ungewöhnlich. Meistens heißt es, Gott redete, Gott sprach. Aber hier beginnt es, Gott ruft. Und zwar ruft er den Menschen in seine Gemeinschaft, um ihn anzubeten. Darum werden zuerst die Opfer vorgestellt. Gott ruft den erlösten Menschen, komm her, in meine Nähe, in meine heilige Nähe. Aber dann wird eben in diesem Buch erklärt, dass man der Heiligkeit Gottes entsprechen muss. Man kann nicht einfach Gottesdienst üben, wenn das eigene Leben gar nicht in Ordnung ist vor Gott. Und so ist der Schlüsselvers dann in 3. Mose 11, Vers 44, seid heilig, denn ich bin heilig. Und in Vers 47 wird deutlich gemacht, dieses Kapitel ist da, damit Israel fähig ist zur Unterscheidung. Was ist rein und unrein? Wenn wir blauäugig sind gegenüber dem Bösen, dann sind wir nicht passend für die Gegenwart Gottes. Es ist so wichtig, dass wir unterscheiden und trennen können. Und dafür ist dieses Kapitel ausgesprochen deutlich gegeben. Ich lese jetzt aus 3. Mose 11, die Verse 1 bis 7. Das sind die Kaschrut, die Reinheitsgesetze im Blick auf Säugetiere. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach zu ihnen, redet zu den Kindern Israel und sprecht, dies sind die Tiere, die ihr essen dürft. Von allen Tieren, die auf der Erde sind. Alles, was gespaltene Hufe, und zwar ganz gespaltene Hufe hat und Wiederkäuter unter den Tieren, das dürft ihr essen. Nur diese sollt ihr nicht essen, von den Wiederkäuenden und von denen, die gespaltene Hufe haben, das Kamel. Denn es wiederkäut, aber es hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll es euch sein. Und der Klippendachs, denn er wiederkäut, aber er hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein. Und den Hasen, denn er wiederkäut, aber er hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein. Und das Schwein, denn es hat gespaltene Hufe, und zwar ganz gespaltene Hufe, aber es wiederkäut nicht. Unrein soll es euch sein. Nun, was bedeutet das, gespaltene Hufe und Wiederkäuen? Hier sehen wir auf dem Bild die Füße einer Ziege. Wenn man die anatomisch vergleicht mit unseren Füßen, wir stammen nicht von den Ziegen ab, auch nicht von affenähnlichen Wesen. Aber wenn man das vergleicht im Bauplan, denn Gott hat hinter allem einen Grundbauplan gelegt, bei Tieren und Menschen, sieht man Parallelen. Und da sehen wir, da sind die Zehen 3 und 4, die sind groß bei den Ziegen und auch bei den Kühen. Und dann findet man noch weiter die sogenannten Afterklauen, diese hier verkürzten Klauen, das sind Nummer 2 und 5. Das, was unserer großen Zehe entsprechen würde oder dem Daumen vorne, das fehlt hier. Es fehlt natürlich nicht, nur im Vergleich fehlt es, darum habe ich das in Anführungs- und Schlussstriche gesetzt. Diese vier Zehen bilden zusammen eine breite Sohlenfläche. Die ist zwar bei hartem Untergrund nicht nötig, da gehen Ziegen auf Zehen 3 und 4, aber wenn der Untergrund weich, morastig ist, dann
sinken die Ziegen ein oder die Schafe oder die Kühe. Aber dadurch, dass dann eben zusammen mit den kürzeren Afterklauen eine breite Sohlenfläche wirksam wird, so verhindert das das Einsinken auf weichem und lockerem Untergrund. Bis zu einem gewissen Grad, ja? Und was wird da deutlich? Da wird deutlich, wenn man diese Tiere beobachtet, wie sie gehen, da wird deutlich, die möchten eigentlich nicht in den Dreck einsinken. Auch wenn es dann doch ein bisschen geschieht, aber sie haben eine Einrichtung, um sich gegen das Einsinken zu wehren, gewissermaßen. Und das bedeutet geistlicherweise übertragen Hass gegen das Böse. Von dem Herrn Jesus wird in Hebräer 1, Vers 9 gesagt, du hast Gesetzlosigkeit gehasst. Seid heilig, denn ich bin heilig. Auch wir sollen das Böse hassen. Und einen wahren Gläubigen, einen wirklich Wiedergeborenen, erkennt man daran, dass er Sünde hasst und dass er nicht sündigen möchte. Es geht noch nicht um die Frage, ja, und schafft er es dann auch wirklich? Immer. Aber es geht um die Frage, er möchte es nicht. Und wenn er gesündigt hat, ist er tief traurig und unglücklich. Und bringt das auch wieder in Ordnung und bekennt es nach 1. Johannes 1, Vers 9 vor dem Herrn und nimmt die Vergebung an. Das ist ein wahrer Gläubiger. Und da sehen wir also auch geistlicherweise diesen Grundsatz, den man bei Daniel auch illustriert findet. Daniel 1, Vers 8. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Speise des Königs zu verunreinigen. Das ist ein Herzensentschluss, den man fasst, ich möchte nicht unrein werden. In 5. Mose 14 haben wir eine Parallelstelle zu 3. Mose 11. Und dort werden noch weitere Säugetiere genannt, die zum Teil nicht genannt sind in 3. Mose 11. Man findet dort das Rind, dann weiter Schaf, Ziege, aber auch Rothirsch, Gazelle, Damhirsch, den nubischen Steinbock, die Addax-Antilope, die Bergziege und das wilde Schaf. Also damit auch diesen Steinbock, den man gut kennt als Israel-Besucher aus der Oase in Ein Gedi. Hier eine Addax-Antilope in der Negev-Wüste, die ich dort aufgenommen habe. Das ist auch ein reines Tier, als Wildtier. Diese Anweisungen für Israel hatten auch einen gesundheitlichen Aspekt, nebst dem geistlichen, den wir besonders anschauen wollen. Weil sogenannte Pansentiere, wie Rinder, Schafe und Ziegen, die haben eben einen Pansen, weil sie insgesamt 4 verschiedene Mägen haben. Die besitzen in ihren Mägen eine reiche Bakterienflora zur Aufspaltung und Verwertung der härtesten Gräser. Und das hat zur Folge, sie können von Futter leben, das für die Menschen unbrauchbar ist. Nicht wahr? Wir mussten unserem Kleinsten, als er, heute würde er es nicht mehr tun, aber er ist immer noch der Kleinste. Aber als er klein war, unser Kleinster, da wollte er Kuh spielen im Garten und hatte Gras gefressen. Und da musste man ihm erklären, dass das darfst du nicht, weil unser Magen ist nicht dafür gebaut. Wir haben keinen Pansen. Er muss Salat essen. Nicht wahr? Das ist gut. Aber nicht das, was die Kühe essen sollten. Und wenn man eben Haustiere hält, und das war ja die Folge durch diese Koscher-Anweisungen für Israel, dann hält man solche Haustiere, die von dem leben können, was die Menschen nicht essen können. Aber hat man Schweine als Haustiere? Nun, da hat man Tiere, die haben die gleichen Ansprüche an die Nahrung wie Menschen. Viele meinen, Schweine, die lieben Abfälle aus den Restaurants. Das ist glücklicherweise heute verboten in der Schweiz. Man hat gemerkt, das ist vollkommen falsch und ist auch gefährlich, was vergraut ist und so weiter für die Schweine. Das geht überhaupt nicht. Nein, lieben Sie ein gutes Stück Rind, das Schwein auch. Lieben Sie Karotten, das Schwein auch.
Aber wenn man Haustiere hat, die das Gleiche fressen, was wir essen, dann ist das schwierig, eben bei, insbesondere bei beschränkten Ressourcen. Und Gott hat das so eingerichtet für Israel, dass die Haustiere das essen, fressen und die Menschen das. Und dann kommt noch dazu, das hat die moderne Wissenschaft entdeckt, wiederkäuende Spalthufer, also Rinder, Schafe, Ziegen, Rehe, Hirsche und so weiter, sind deutlich weniger anfällig auf Krankheitserreger als andere Tiere, wie zum Beispiel Schweine. Natürlich sagt einer, ja, was ist da mit dem Rinderwahnsinn? Der Rinderwahnsinn ist eigentlich Menschenwahnsinn. Das ist ja nur eine Folge gewesen, weil man begonnen hat, diesen Rinder zu verfüttern. Und dabei weiß ja jedes Kind, eine Kuh ist kein Fleischfresser. Eine Kuh muss Gras fressen und Heu, aber nicht ihresgleichen. Und durch diesen Unsinn ist das Problem gekommen. Aber nehmen wir mal Abstand von diesem Rinderwahnsinn, dann ist das eben so, dass diese Tiere viel weniger anfällig sind als zum Beispiel Schweine. Und das war natürlich für Israel eine wunderbare Anweisung für eine gesunde Fleischernährung. Und das ist insbesondere wichtig in heißen Ländern wie im Nahen Osten. Nun haben wir gesehen, diese reinen Spalthufer sprechen von einem Gott wohlgefälligen Lebenswandel. Aber unter diesen Tieren, das Rind, das Schaf, die Ziege, das waren ja die Opfertiere nach 3. Mose 1 bis 7 aus den Säugetieren. Und die weisen ganz besonders hin auf Jesus Christus. Das Schaf zum Beispiel dadurch, dass es sich einfach willig zur Schlachtbank führen lässt, binden lässt, ohne sich zu wehren. Ein Schwein. Ganz anders, wenn man das verhaftet und abführt zur Schlachtung. Ja? Das tobt und grunzt. Und ja, grunzen würde noch gehen. Unglaublich. Aber das Schaf lässt sich so abführen. Und darum wird in Jesaja 53 erklärt, so wird einmal der Messias sich ohne seinen Mund zu öffnen schließlich für unsere Sünden hinrichten lassen. Und so weisen diese Tiere ganz besonders auf Christus hin und auf seinen Wandel. Und da sollten wir an 1. Johannes 2, Vers 6 denken. Wer da sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt hat. Also wir sollen uns vergleichen mit dem Herrn Jesus und schauen in den Evangelien, wie hat er gelebt. Und das soll uns prägen. Und in dem Leben des Herrn Jesus sehen wir diesen Hass gegen das Böse. Nicht gegen die Bösen. Er hat die Sünder geliebt und hat mit ihnen gegessen. Aber er hat das Böse gehasst. Und er war heilig, er wollte sich nicht verunreinigen lassen. Und nun, hier geht es ja in 3. Mose 11 um das Essen. Essen bedeutet, in sich aufnehmen, sich aneignen. Wenn der Herr Jesus in Johannes 6 predigte über das Brot aus dem Himmel, dass der Mensch essen soll, in sich aufnehmen soll, dann sprach er darüber, wie ein Mensch eben Jesus Christus, das Brot aus dem Himmel, wirklich für sich in Anspruch nimmt. Und durch das Essen wird es Teil von einem selbst. Das heißt also, innere Gemeinschaft haben mit Jesus Christus. Und nun, wenn man jetzt unreine Tiere isst, das bedeutet eben, wir nehmen das in uns auf und machen es zu einem Teil von uns. Und ich möchte da Feuerbach zitieren, diesen schrecklichen Atheisten aus dem 19. Jahrhundert. Aber ich interpretiere sein Wort ganz anders, als wie er es gemeint hat. Er sagte einmal, der Mensch ist, was er ist. Er wollte damit sagen, der Mensch ist Dinge, die aus Atomen bestehen. Und darum ist er selber auch nur Atome. Er hat keine Seele, hat keinen Geist, ist einfach eine biochemische Maschine. Aber das Wort ist trotzdem gut. Der Mensch ist mit einem S, was er ist mit zwei S.
Das, was wir in uns aufnehmen, wird Teil von uns. Und da stellt sich die Frage, was lesen wir? Welche Zeitschriften lesen wir? Welche Artikel? Welche DVDs schauen wir uns an? Das ist geistlicherweise Essen. Wir nehmen das auf in uns. Und es ist so, die moderne Hirnforschung hat erkannt, der Mensch lernt immer. Die ganze Zeit. Übrigens auch nachts, wenn wir schlafen. Da wird ja das, was wir am Tag aufgenommen haben, wird verarbeitet. Und der Mensch ist immer am Lernen und das Gehirn verändert sich ständig. Alles, was wir aufnehmen, hinterlässt dann auch Spuren im Gehirn. Und wenn wir Gewalt anschauen als Unterhaltung oder sexuelle Verirrung in Filmen als Unterhaltung, dann wird das Teil von uns. Das prägt uns. Der Mensch ist, was er ist. Jetzt schauen wir uns das Schwein an. Es wiederkäut nicht, hat aber gespaltene Hufe. Nun muss ich noch erklären, was ist die Bedeutung des Wiederkäuens? Also, ein Tier nimmt die Nahrung auf, aber ein Wiederkäuer begnügt sich nicht mit einmal, sondern es wird nochmals hochgeholt, wird nochmals durchgekäut und man kann beim zweiten Durchgang nochmals wertvolle Bestandteile der Nahrung auswerten und aufnehmen. Und so ist eben das Wiederkäuen ein wunderbares Bild davon, wie der Christ mit Gottes Wort umgeht. Er liest Gottes Wort, er hört Gottes Wort und das meiste vergisst man wieder. Und es ist nicht einfach so, dass wir sagen können, ja, unser Gedächtnis, das ist einfach nicht so und so gut und das ist eine Art Sieb. Glücklicherweise haben wir ein Sieb da oben. Sonst würden wir ja nicht so vieles vergessen können, was wir vergessen müssen. Es gibt Leute, die haben krankhaft kein Sieb. Und die haben schlimme Sachen erlebt, vor 10 Jahren, sagen wir. Und die wissen das noch so gut, die erleben das heute noch so, wie wenn es gestern geschehen wäre. Und das sind dann auch Leute, die haben Mühe zu vergeben. Die haben Mühe mit Bitterkeit. Also danken wir Gott für dieses Sieb. Aber es geht darum, wie kann man machen, dass man Dinge besser behält? Man muss wiederkäuen. Man muss es nochmals durchgehen. Nicht wahr? Die Gemeinde ist eigentlich die Gottesuniversität. Und an der Universität gibt es ja verschiedene Arten von Studenten. Es gibt Vatersöhne, die gehen, weil der Vater das möchte. Aber die interessieren sich eigentlich gar nicht richtig. Und dann gibt es solche, die interessieren sich wirklich. Und die haben eben ein Blatt Papier und die schreiben das Wichtigste auf und dann gehen sie nochmals durch nachher. Und dann bleibt das viel besser. Und dann gibt es Genies. Die sitzen wie die Vatersöhnchen da, die brauchen nichts zu schreiben, die wissen nachher alles, was man wissen muss. Aber eben, wenn man kein Genie ist, dann muss man eben sich irgendwie helfen. Und wenn man Notizen macht, das ist eine unglaubliche Hilfe. Wenn man in der Bibel anstreicht und so weiter, das ist eine unerhörte Hilfe, um das Gedächtnis zu schulen und die Dinge eben zu behalten. Jeremia 15, Vers 16. Deine Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen. Und sie waren mir zur Wonne und Freude meines Herzens. Ja, so. Wiederkäuen. Nun, das Schwein. Es geht ja jetzt ums Schwein, nicht wahr? Wiederkäut nicht, hat aber gespaltene Hufe. Nun, das ist symbolisch ein Hinweis auf Menschen, die, wenn man sie so anschaut, von ihrer Anatomie her, ja, würde man denken, das ist jemand, der lebt wie ein Christ. Der hasst das Böse. Der möchte nicht einsinken in den Dreck. Aber er hat kein Interesse am Wort Gottes, wiederkäut nicht.
Und das Eigentümliche ist, obwohl also anatomisch das Schwein die Anzeichen hat von ich hasse den Dreck, liebt dieses Tier den Dreck, das sich wälzen und drehen, so richtig genussvoll, ja? Und dazu möchte ich lesen aus 2. Petrus 2, Vers 20. Dort wird von Menschen gesprochen, die sich fast bekehrt haben. Aber fast ist überhaupt nicht. Das haben mir meine Kinder beigebracht, wenn ich manchmal ein bisschen aufgeregt wurde, wenn sie irgendeinen Blödsinn angestellt haben. Und dann sagte ich, jetzt ist fast das und das geschehen. Und dann sagen sie, fast ist überhaupt nicht. Und richtig, es war wirklich auch nichts geschehen. Fast bekehrt, 2. Petrus 2, Vers 20, denn wenn sie entflohen den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus, merken wir, nichts von Bekehrung, nichts von Buße, nur von Erkenntnis. Sie haben erkannt, Jesus Christus ist der Retter und haben sich den Christen angeschlossen und haben plötzlich aufgehört, so zu leben wie vorher. Für eine gewisse Zeit. Denn wenn sie entflohen den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus, aber wiederum in diese verwickelt, überwältigt werden, so ist ihr letztes ärger geworden als das erste. Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als nachdem sie ihn erkannt haben, umzukehren von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrt um zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Fast bekehrt. Und dieses Zurückkehren wie die gewaschene Sau in den Schmutz. Das ist uns eine wichtige Lektion. Und jetzt als nächstes das Kamel. Das hebräische Wort für Kamel meint natürlich das Dromedar. Denn im Altertum gab es das zweihöckrige Kamel aus Zentralasien noch nicht im Nahen Osten. Das wurde erst später eingeführt. Also das Kamel, auch in der Geschichte von Abraham, das ist immer das Dromedar. Das aber schon zu Abrahams Zeiten nachweislich ein Haustier war. Dieses Tier, wie der Koit, hat aber keine gespaltenen Hufe, so wie die Spalthufe Kuh, Ziege, sieht zwar ein bisschen ähnlich aus, aber es ist eben kein Spalthufer. Das spricht von jemandem, der sich am Wort Gottes erfreut, es aber im täglichen Leben nicht umsetzt, so wie in Jakobus 1, 21 bis 25, der vergessliche Hörer, der Gottes Wort hört, dann geht er weg und vergisst wieder alles und wird kein Täter des Wortes Gottes. Oder Lukas 8, Vers 13, das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Der Same, erklärt der Herr Jesus, ist das Wort Gottes, das ausgestreut wird, verbreitet wird. Und es gibt vier verschiedene Arten von Böden. Und nur die gute Erde, wo der Same dann auch Wurzeln fasst im Erdboden und dann Frucht bringt, nur diese gute Erde ist ein Bild von Menschen, die sich wirklich bekehren. Aber alles andere hat mit echter Bekehrung nichts zu tun. Nun heißt es in Lukas 8, Vers 13, von denen, die dem Felsen entsprechen. Der Same wird auf den Felsen gestreut, der Same geht auf, hat aber keine Wurzeln und verdorrt, bringt keine Frucht. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Und diese haben keine Wurzel, welche für eine Zeit glauben und in der Zeit der Versuchung abfallen. Merken wir, kein Wort von Buße und Zerbruch. Aber sie freuen sich an Gottes Wort. Sie nehmen das Wort mit Freude auf. Und man denkt, die sind jetzt wirklich bekehrt, aber die sind nicht bekehrt. Und das wird deutlich nach einiger Zeit, wenn dann Schwierigkeiten kommen, sind sie plötzlich weg. Darum ist es wirklich ein sehr deutlicher Beweis, wenn jemand wegen seines Glaubens leidet
und deswegen ein schwierigeres Leben hat als vorher. Und er hält immer noch fest an dem Herrn Jesus Christus. Das ist ein sehr deutlicher Hinweis, dass dieser Mensch echt bekehrt ist. Ich weiß, so war es bei den Thessalonichern. Paulus kam nach Thessalonich, Apostelgeschichte 17, hat gepredigt, viele haben sich bekehrt. Dann gab es eine schreckliche Verfolgung, Paulus und Timotheus mussten fliehen. Und dann dachte Paulus, und jetzt, was ist geschehen? Halten die wirklich fest an dem Glauben, den ich ihnen verkündigt habe? Er schickt Timotheus, der so inkognito wieder in die Stadt zurück konnte. Paulus hätte das nicht gekonnt. Und dann schreibt Paulus den ersten Thessalonicher Brief. Timotheus ist zurückgekommen und hat mir die gute Botschaft von eurem Glauben vermittelt, dass ihr festgehalten habt, trotz dieser Verfolgung. Und ausgerechnet diesen Thessalonichern schreibt er in Kapitel 1 von Gott, geliebte Brüder, wissend eure Auserwählung. Wieso wusste Paulus, dass sie auserwählt waren? Hat er in den Büchern Gottes nachgeschaut, welche Gott in seiner Vorkenntnis erkannt hat, dass sie sich einmal bekehren würden und sie dann auserwählt hat? Nein, er hat gesehen, das sind Leute, die haben sich richtig bekehrt. Die haben gelitten und haben freudig am Glauben festgehalten. Das war ein Beweis von echtem Leben aus Gott. Aber eben das Kamel, das Dromedar, wiederkäut. Aber das Wort wird nicht im täglichen Leben dann umgesetzt. Übrigens, nach Lukas 8, Vers 13, kann man sagen, auf die Frage, kann ein Gläubiger verloren gehen? Ja, sie glauben für eine Zeit. Die sind gläubig, aber nicht wiedergeboren. Die Wiedergeborenen, die glauben bis am Schluss. Denn in 1. Petrus 1 spricht Petrus ausdrücklich über die Wiedergeburt, Verse 3, 4. Und dann in Vers 5 sagt er zu den Wiedergeborenen, durch Gottes Macht werdet ihr bewahrt bis ans Ende. Dass ihr Glaube dauert bis zum Schluss. Nun gehen wir zu einem weiteren Sonderfall. Der Hase oder auch das Kaninchen wird speziell erwähnt, wiederkäut, aber hat keine gespaltenen Hufe. Auch das wäre wieder ein Bild für einen Menschen, der sich am Wort Gottes erfreut, es aber im täglichen Leben nicht umsetzt. Ja, das war ja Anlass für Spott über die Bibel bis heute. Es gibt noch heute Leute, die sagen, seht ihr mal, was in der Bibel für ein Unsinn steht, der Hase wiederkäue. Dabei weiß ja jeder, wenn ein Hasen schlachtet, da kommt immer nur ein Magen raus und nicht vier. Aber in der Bibel steht auch gar nichts von vier Mägen, es steht nur der Hase wiederkäut. Erst 1882 wurde die spezielle Art des Wiederkäuens beim Hasen zum ersten Mal wissenschaftlich beschrieben, damals in einer französischen Tierärztezeitschrift. Und zwar ist es so, der Hase hat eine ganz spezielle Form von Wiederkäuen, Kekotrophie genannt. Er frisst, so wie alle Tiere, und dann scheidet er wieder aus. Aber nicht diese bekannten braunen Kügelchen, sondern grüne Kügelchen. Und meistens frisst er sie gerade an der Austrittsstelle ab. Und dann frisst das nochmals, kann Vitamin B herausholen und kann auch harte Zellulose, kann er dann beim zweiten Mal aufspalten. Und dann kommen beim nächsten Durchgang die braunen Kügelchen. In großer Menge. Aber die Wissenschaft hat das erst, sagen wir, 3500 Jahre nach Mose erkannt, dass dem so ist. Warum? Ja, das ist so, weil die Wissenschaft hat geschlafen. Wortwörtlich. Hasen machen und Kaninchen machen das normalerweise nachts. Und da schlafen auch meistens diese Leute, die einen weißen Kittel anhaben, auch. Die haben das verpasst. Aber freuen Sie sich das nächste Mal, wenn jemand kommt und sagt, die Bibel ist falsch. Und dann sagen Sie, ja, geben Sie ein Beispiel. Ja, der Hase wiederkäue. Wunderbar. Aber jetzt müssen Sie aufwachen. Nach 3600 Jahren, nicht wahr? Also so nur, wenn der Gegenüber Humor versteht, sonst müssen Sie das ein bisschen trockener erklären. Dann wird auch der Klippendachs erwähnt. Ah, ich liebe dieses Tier.
Man kann es auch beobachten, zusammen mit den Steinböcken, ganz besonders in der Oase En Gedi am Toten Meer, aber auch an vielen anderen Orten bis nach Galiläa hinauf. Das ist ein ganz spezielles Tier. Die Stockzähne und die Füße, wenn man die anatomisch jetzt wieder vergleicht, wir haben auch schon Menschenfüße mit Ziegen verglichen, nicht wahr? Können wir auch mal Klippendachse mit Elefanten vergleichen? Die Stockzähne und Füße sind verwandt mit denen der Elefanten. Also die Evolutionisten müssen glauben, dass die ganz eng verwandt sind. Diese Tiere, die so ähnlich aussehen wie ein Murmeltier, nicht wahr? Aber das sind keine Murmeltiere, das sind eben Klippendachse. Und es ist so, der Klippendachs ist also ein unreines Tier, hat keine gespaltenen Hufe, wie der Keut aber. Im Psalm 104, Vers 18 lesen wir, die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen eine Zuflucht für die Klippendächse. Das ist aber schön, wenn wir daran denken, dass der Fels symbolisch bedeutet, nach 1. Korinther 10, Vers 4, der Fels aber war der Christus. Dann symbolisieren Klippendächse Menschen, die realisieren, ich bin unrein vor Gott. So wie ich bin, von Natur aus, kann ich vor Gott nicht erscheinen. Aber diese Tiere lieben es, ihr Zuhause im Felsen zu haben. Und so ist es, wenn man die beobachtet in freier Natur, die liegen so scheinbar faul auf Felsen herum. So einzelne Exemplare. Nun, das hat schon seinen Grund. Nachts senken die Temperatur ab und dann müssen sie am Morgen wieder Energie reinholen. Und noch etwas, das sind immer Tiere auf Wache. Und sobald die Gefahr sehen, dann pfeifen die ähnlich wie Murmeltiere. Aber sie sind nicht verwandt mit den Murmeltieren. Pfeifen sie ähnlich wie die Murmeltiere und dann sausen ihre Kollegen ab und suchen Zuflucht im Felsen. So ein wunderbares Bild. Jemand, der sieht, ich bin ein Sünder vor Gott. Aber in Christus finde ich Zuflucht und Sicherheit vor dem Gericht Gottes. Dann lese ich aus Sprüche 30, 24 und folgende. Vier sind die Kleinen der Erde, und doch sind sie mit Weisheit wohl versehen. Die Ameisen, ein nicht starkes Volk, und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Die Klippendächse, ein nicht kräftiges Volk, und doch setzen sie ihr Haus in den Felsen. Die Heuschrecken haben keinen König, und doch ziehen sie allesamt aus in geordneten Scharen. Den Gecko kannst du mit Händen fangen, und doch ist er in den Palästen der Könige. Das sind die vier Kleinen der Erde. Alle diese Tiere sind ein Bild der Gläubigen der Gemeinde. Aber wir haben jetzt nicht genügend Zeit, um alle zu behandeln. Wir wollen ja 3. Mose 11 behandeln. Also lasse ich die Ameisen und so und den Gecko mit den Heuschrecken zusammen weg. Aber die Klippendächse, ein nicht kräftiges Volk, und doch setzen sie ihr Haus auf den Felsen. Und da kommt noch dazu, hier diese Füße der Klippendächse. So sieht man sie nicht oft, nicht wahr? Die sind fantastisch. Also eben verwandt mit den Hufen der Elefanten. Darum hat man sie ja im Zürcher Zoo schon vor Jahren hat man beim Elefantenhaus die Klippendächse untergebracht. Und die können diese Sohle anziehen, dann steht ein Vakuum. Dann können die am Felsen kleben und können steile Felswände hinaufklettern. Das ist fantastisch, wie bei diesen Henkeln in der Küche, nicht wahr? Aber die fallen immer runter. Die sind so schlecht, aber diese Füße sind so gut. Und da erinnert man sich an Psalm 63, Vers 10, wo David sagt, meine Seele hängt dir nach. Er hängt an dem Herrn, klebt förmlich an dem Felsen. Das ist das Zeichen von jemandem, der unrein ist und umkehrt. Die können auch gut auf den Bäumen klettern. Also, wir fassen zusammen. Der Klippdachs ist von Natur aus unrein. Römer 3, 23, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber er sucht Zuflucht im Felsen, ein Bild von Christus. Klippendachs, hebräisch Schafan,
heißt eigentlich der Verstecker. Im modernen Hebräischen gibt es noch den Ausdruck Lehishtafen. Da ist das Wort, die Wurzel Schafan drin. Das braucht man in der Armee, zum Beispiel, sich verstecken. Ja? Lehishtafen. Das ist der Verstecker, der sich eben in dem Felsen versteckt, in Christus. Er lebt als kleines Volk zusammen, oft so 50 Exemplare. Nach Hebräer 10, Vers 24 bis 25 dürfen wir kein Solo-Christentum führen, sondern es heißt dort, dass wir unser Zusammenkommen nicht versäumen sollen, wie es bei etlichen Sitte ist. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht, also je näher wir an der Wiederkunft Christi sind, umso wichtiger ist es, dass man die Gemeindezusammenkünfte nicht versäumt. Und dann haben wir eben dort auch Wächter, die das Volk warnen. Ein Bild von Geschwistern, die andere ermahnen und warnen vor Gefahren, die unterscheiden können. Sie werden genannt die Kleinen der Erde. Nun, 1. Korinther 1, 26 sagt, was seid ihr schon vor der Welt? Nicht viele Große, nicht viele Edle, aber das Unedle dieser Welt, das Schwache, das Verächtliche, das hat Gott auserwählt, um reich zu sein im Glauben. Da steht, mit Weisheit wohlversehen. Die wissen genau, wann Gefahr ist und wie man handeln muss in Gefahr. 1. Korinther 1, Vers 30, Christus ist uns Weisheit von Gott. Und eben er klebt am Felsen, so wie David nach Psalm 63, Vers 11, an Gott hängt. Hier ein Steinbock aus Engedi. Eben auch ein Tier, das sich wohlfühlt, auf dem Fundament des Felsens. Schönes Bild von einem Fundamentalisten, der auf dem Felsen Christus zu Hause ist. Jetzt gehen wir zu den Kaschrutgesetzen für Wassertiere. 3. Mose 11, Vers 9. Dieses dürft ihr essen von allem, was in den Wassern ist. Alles, was Flossen und Schuppen hat in den Wassern, in den Meeren und in den Flüssen, das dürft ihr essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat in den Meeren und in den Flüssen, von allem Gewimmel, der Wasser und von jedem lebendigen Wesen, das in den Wassern ist, sie sollen euch ein Gräuel sein. Ja, ein Gräuel sollen sie euch sein, von ihrem Fleische sollt ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr verabscheuen. Also, der Fall ist klar, alles was Schuppen hat und Flossfedern, um gegen den Strom zu schwimmen. Damit ist also der Katzenfisch aus dem See Genezareth, der hat keine Schuppen, der ist nicht koscher und wurde auch von Alters her nicht gegessen, sondern nach dem Gleichnis Matthäus 13, das Netz wird ausgeworfen ins Wasser und da kommen faule und gute Fische zusammen. Die faulen, die Katzenfische, die wirft man wieder rein, die sollen wieder herumschwimmen. Nur die Koscheren werden gesammelt. Also, da haben wir den Hinweis auf das Schwimmen gegen den Strom. Römer 12, Vers 2, wir sollen in unserem Denken in einen Prozess verwandelt werden. Werdet verwandelt, das ist im Griechischen ein Prozess. Fortdauernd verwandelt in eurem Denken und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Wir dürfen uns nicht der Gesellschaft und ihren Vorstellungen anpassen. Und damit ist nicht nur gemeint, nur die Mode, sondern alle möglichen Strömungen in der Gesellschaft, da müssen wir gegen den Strom schwimmen. Und das zeigt echtes Leben aus Gott. Das sind die Flossfedern, um gegen den Strom zu gehen. Und dann kommen die Schuppen dazu, die sind echt ein Schutz vor Krankheitserregern im Wasser. Und so werden wir in Epheser 6, Vers 14 und 16 aufgerufen, dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen, damit wir gegen das Böse gewappnet sind. Übrigens, diese Anweisung macht klar, Fische durfte man essen mit Schuppen, aber keine Frösche. Denn das sind Wassertiere ohne Schuppen, ja? Diese Anweisung war der billigste Schutz, den es gibt gegen Malaria. Denn damit waren ja Frösche und andere Amphibien waren geschützt. Ja, man muss sich im Klaren sein. Tiere, die nicht gegessen werden durften nach den Koschergesetzen, waren somit geschützt. Und so blieben die Frösche und die Amphibien konnten sich frei vermehren in Israel. Und die fressen eben diese Mücken, die infiziert sind mit Malaria. Das ist ein enormer Schutz gegen Malaria.
Ein Beispiel: Bangladesch hatte begonnen, ab ca. 1975 Froschschenkel zu exportieren. Die Franzosen wollten das. Und das hat zu einer Malaria-Plage geführt in Bangladesch, dass Gebiete, die traditionell malariafrei waren, malariaverseucht geworden sind. Nur einfach, um zu zeigen, wie weise diese Gesetze waren, auch in natürlicher Hinsicht, kommt dazu, die geschützten Tiere der Bibel, die werden nicht heilig genannt, sondern unrein. Aber in Ägypten, in Indien, da hat man in Ägypten den Ibis als heilig erklärt und die Kuh in Indien und so weiter. Und das ist ganz gefährlich. Gewisse Tiere als heilig zu erklären, kann so verheerend sein wie die Unterlassung von Tierschutz, wo es nötig ist. Denn in Israel durfte man im Fall einer Plage die unreinen Tiere, die durfte man töten. Die waren nicht irgendwie heilig. Sie durften eigentlich nicht gegessen werden. Ich würde so gern mal fast alle Mäuse und fast alle Ratten in Indien vernichten. Die fressen einen riesigen Teil jedes Jahr der Reisernte weg, wo man so viele Menschen ernähren könnte. Und da ist die Religion ein Hindernis, dass man diese Tiere nicht wirklich radikal eben hindert in ihrer Vermehrung. So, und jetzt gehen wir noch zu den Kaschut-Gesetzen für Flugtiere. 3. Mose 11, 13. Und diese sollt ihr verabscheuen von den Flugtieren, sie sollen nicht gegessen werden. Ein Gräuel sind sie, den Adler und den Bartgeier und den Seeadler und den Falken und die Weihe nach ihrer Art. Alle Raben nach ihrer Art und die Straußhenne und den Straußhahn und die Seemöwe und den Habicht nach seiner Art. Und die Eule und den Sturzpelikan und die Rohrdommel und das Purpurhuhn und den Pelikan und den Aasgeier und den Storch und den Fischreiher nach seiner Art und den Wiedehopf und die Fledermaus. Die wird zusammen mit den Vögeln erwähnt. Aber darum steht in Vers 13, ihr sollt verabscheuen die Flugtiere. Of ist im Althebräischen weiter gefasst als nur Vögel. Flugtiere. Wenn man schaut, was diese Tiere, die hier geschützt sind, weil sie nicht koscher waren, fressen, dann wird klar, da sind Raubvögel erwähnt, die fressen Vögel, Säugetiere, Mäuse und Ratten. Geier, die fressen Aas. Störche, Ibisse, die fressen Fische und Frösche. Mäuse und Insekten. Reiher, Fische, Frösche, Mäuse. Möwen, Fische, Mäuse. Eulen, Vögel, Säugetiere, Ratten, Mäuse. Raben und Krähen sind Allesfresser, die fressen auch Aas. Die Wiedehopfe fressen Insekten, Heuschrecken. Fledermäuse fressen große Insekten. Und jetzt kann man die koscheren Tiere, die nicht genannt werden, das sind Gänse, die fressen Blätter, Samen. Enten, genauso. Tauben, Fasane, Rebhühner, Singvögel, Eisvögel, Sandflughühner, die sind alle koscher. Die fressen alle Blätter und Samen. Man merkt also, das hängt irgendwie mit der Ernährungsweise zusammen. Ja, und so ist es eben, all diese Vögel, die ich erwähnt habe, die Aas fressen, das sind ganz wichtige Tiere, das sind Gesundheitspolizisten. Und ökologisch ausgedrückt bewirken die eine Rückführung von Nährstoffen in den ökologischen Kreislauf. Nicht wahr? Sie müssen sich vorstellen, Sie haben eine Familie und der Jüngste kommt von der Schule heim, ein bisschen zu spät, weil er unterwegs noch eine tote Maus gefunden hat und bringt die heim, freudestrahlend am Schwanz. Mami, schau mal, was da ist. Man sagt, sofort weg mit dem Biest. Aber bei uns hatten wir den Vorteil, wir wohnen an einem Ort, wo es ganz viele Krähen gibt, Rabenkrähen. Und die hatten natürlich die Chance, schneller zu sein als unser Jüngster. Das sind die Gesundheitspolizisten. Und dann haben wir hier auch Ratten- und Mäusefresser. Die waren wichtig, um die Pest, die hauptsächlich eben die Bakterien über Mäuse und Ratten verbreitet, zu verhindern. Und dann haben wir Heuschreckenfresser, die sind auch ganz wichtig, weil zuweilen, wenn es eine Heuschreckenplage gibt in Ostafrika, die gehen dann weiter nach Ägypten hinauf und dann durch die Sinai-Wüste und dann kommen sie nach Israel. Und da braucht es eben diese
Gesundheitspolizisten gegen Heuschreckenplagen. Und dann eben überhaupt Fresser großer Insekten, die sind nützlich. Aber was auffällt, alle diese unreinen Vögel sind keine Singvögel. Ja? Aber da haben wir einen Singvogel, der im Hohen Lied speziell erwähnt wird, 2 Vers 12. Die Blumen erscheinen im Lande. Die Zeit des Samirs ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Der Samir, der Gelbsteißbülbül, sieht man hier, den sieht man oft an allen Orten in Israel. Ich liebe diesen Vogel. Der hat eigentlich keine schöne Stimme. Aber dann im Frühjahr, wenn die Zeit der Liebe kommt, da verändert er seine Stimme. Das ist wirklich wunderbar. Und die Erlösten sollten Menschen sein, die gerne zur Ehre des Herrn singen. Man lese Epheser 5, Vers 18 folgende, Kolosser 3, Vers 16, dann sehen wir, welche Bedeutung das Singen und die Musik in der Gemeinde hat. Das ist ganz wichtig. Und es ist auch so, dass Gott im Singen manchmal ganz besonders erlebt werden kann. Psalm 22 sagt, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Dass der Herr durch Lieder ganz besonders zu unseren Herzen sprechen kann. Durch die Botschaft, durch den Text, der dann auch durch die Musik unterstrichen wird. Also interessant, wenn Gläubige sagen, ich hasse Singen, dann kann man sie ermahnen. Aber schau mal, wir sind doch Singvögel. All die unreinen Vögel, die können nicht singen. Eine Krähe kann nicht singen. Aber die ist unrein. Und dann wird ja dort auch noch erwähnt, die Turteltaube. Hohelied 2, Vers 12. Die Blumen erscheinen im Lande, die Zeit des Samirs ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Auch die Turteltaube wird als reines Tier beschrieben, schon in 3. Mose 1. Das war ja das Opfer bei der Maria nach ihrer Entbindung, Lukas 2, 24. Und bei diesem Tier, bei diesem koscheren Vogel ist noch besonders auffällig, Pärchen bleiben sich in der Regel ein Leben lang treu. Und darum ist die Taube das Bild der Treue und Hingabe. Und das soll uns Gläubige kennzeichnen, die Treue und Hingabe. Aber in dieser ganzen Auflistung von Vögeln, ich will nicht auf jeden Vogel eingehen, da finden wir verschiedene Nachtvögel, wie zum Beispiel der Uhu. Das sind also diese Tiere, die in der Finsternis aktiv sind. Johannes 1, Vers 5. Da wird gesagt, das Licht hat in die Finsternis geleuchtet, aber die Finsternis hat es nicht erfasst. Johannes 3, Vers 19 bis 20, dass solche Menschen, die nicht zum Licht kommen wollen und sich nicht bekehren wollen, sind in der Finsternis. Von ihnen sprechen diese Nachtvögel. Aber dann haben wir eine ganze Serie von Raubvögeln, wie zum Beispiel der Adler. Und nun, in Galater 5, Vers 15 sagt der Apostel Paulus zur Gemeinde, die unter dem Gesetz sein wollte und dadurch auch eine harte Gemeinde wurde, wenn ihr einander beißet und fresset, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Da war eine Hackordnung vorhanden in der Gemeinde, unrein. Und dann gibt es eben drittens die Gruppe von Aasfressern, Raben, Krähen, dann auch die verschiedenen Geierarten. Und das ist wirklich das Übelste, was man sich denken kann. Diese Tiere genießen das Tote in seiner zersetzten Form. Man lese Römer 1, 32 von denen, die Wohlgefallen haben an der Ungerechtigkeit. Und 2. Thessalonicher 2, Vers 12. Auch wie dieses Wohlgefallen haben an der Ungerechtigkeit. Das Böse und das perverse Lieben, das entspricht dem Geier. Unrein soll es euch sein. Und dann haben wir aber noch Allesfresser. Eine vierte Kategorie, zum Beispiel der Storch. Der Allesfresser, das ist einer, der offen ist für alles. Sprüche 14, Vers 15 findet man den Ausdruck der Einfältige. Oft in den Sprüchen. Hebräisch Petit, das heißt der Offene. Der Petit, das ist der, der offen ist für alles.
Das ist etwas Positives in unserer Gesellschaft, wenn man offen ist für alles. Aber in der Bibel ist das ganz schlecht. 1. Timotheus 1, Vers 8, dort heißt es von dem Bebelos, das ist der Profane oder der Unheilige. Das Wort bedeutet offen zugänglich, ungöttlich gemein. Das ist jemand, der für alles offen ist. Das ist unrein. Aber der Storch heißt auf Hebräisch Chassida, das heißt der Fromme, der Loyale. Und zwar sind Störche ganz besonders lieblich mit ihren Jungen. Und das zeigt, auch als Ungläubiger kann man in verschiedenen Bereichen wirklich ein Vorbild sein. Aber es darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass Offensein für alles verunreinigt. Dann wird zum Beispiel noch erwähnt der Wiedehopf. Das ist ein so schöner Vogel. Ich habe ihn mal am See Genezareth, man sieht ihn ja nur selten, am See Genezareth habe ich den gesehen von ganz nahe. Schöner Vogel, wunderschön. Aber man muss mal zu ihm nach Hause gehen. Sein Nest stinkt entsetzlich, ist voll Unrat. Man könnte sagen, außen hui und innen pfui. So, jetzt kann man die Übertragung selber machen, weil wir müssen zum Ende kommen. Dann haben wir noch die Fledermaus. Ja, wir sagen, da ist jemand weder Fisch noch Vogel. Aber nach 3. Mose 11 sagen wir, die Fledermaus ist weder Vogel noch Maus. Das sind Menschen, die nicht klar als Gläubige zu erkennen sind. Wenn man fragt, ist dieser Mann gläubig, ist er bekehrt? Ja, wahrscheinlich schon, aber ich weiß nicht richtig. Ja? Fledermaus, unrein. Die Heuschrecke wird aber erwähnt als reines Tier. Darum hat Johannes der Täufer Heuschrecken gegessen. Ich habe das letztes Jahr dann mal ausprobiert in Thailand. Und die Seidenraupe habe ich auch probiert. Ja, man muss ja wissen, wie das Zeug schmeckt, wenn man darüber predigen will, ja? Und also die Heuschrecke wird speziell erwähnt, dass sie rein ist und dass sie eben hüpft. Alles geflügelte Kleingetier, Vers 20. Das auf Vieren geht, soll euch ein Gräuel sein. Nur dieses dürft ihr essen von allem geflügelten Kleingetier, das auf Vieren geht, was Schenkel hat oberhalb seiner Füße, um damit auf der Erde zu hüpfen. Diese dürft ihr von ihnen essen. Den Arbe nach seiner Art und den Solham nach seiner Art und den Chagol nach seiner Art und den Chagav nach seiner Art. Und da lerne ich nach Psalm 18, Vers 30 das Wort von David. Denn mit dir werde ich gegen eine Schar anrennen und mit meinem Gott werde ich eine Mauer überspringen. Reine Tiere. Mit der Hilfe des Herrn können wir Hindernisse überwinden und nicht davor resignieren. Nicht aus eigener Kraft. Und dann ist noch der Maulwurf speziell erwähnt. Unrein. Vers 29. Die meiste Zeit seines Lebens befindet er sich unter der Erde. Er ist ein Einzelgänger, sehr aggressiv gegen Artgenossen. Und Quizfrage, hier, dieser schöne Maulwurf, der uns da präsentiert auf der Leinwand. Wo sind seine Augen? Sie sind erstens ganz klein und zweitens gut versteckt unter dem Fell. Und das ist natürlich nützlich, wenn der da durch die Erde gräbt, dass nicht da und die Augen ausputzen muss. Aber in 2. Petrus 1, Vers 9 wird von solchen gesprochen, die kurzsichtig sind und blind, weil sie vergessen haben die Reinigung ihrer früheren Sünden. Das ist schlimm, wenn wir plötzlich nicht mehr daran denken, wie viel Gnade wir früher selber erlebt haben von Gott. Wenn wir das vergessen, dann können wir hart werden gegen andere. Wir sollten immer wieder denken daran, wie viel der Herr uns vergeben hat. Gott gedenkt nicht mehr der Schuld. Wenn man wieder zurückdenkt, was Gott uns vergeben hat, dann ist es nicht der Sünde gedenken. Gedenken ist, wenn man es wieder hervorholt und Freude hat, jetzt das wieder zu präsentieren, ja? Nein, Gott gedenkt nicht mehr. Aber wir sollen es nicht vergessen, wie viel Gott uns Gnade geschenkt hat. Das Chamäleon ist auch unrein. Vers 30, es passt sich jeder Umgebung an. Wir sollen uns nicht dieser Welt anpassen, angleichen. Es ist ein fantastisches Tier.
übernimmt wirklich genau die Umgebung. Ich habe das mal bei den Ruinen von Hazor in Galiläa, habe ich ein Chamäleon angetroffen. Es ist ein fantastisches Tier, aber es hat eine geistliche Belehrung. So nicht. Muss ich klar unterscheiden von der Welt und ihren Grundsätzen. Ich möchte zum Schluss noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort so klar und ergreifend ist und dass du uns so viele Belehrungen gibst, die wir gut verstehen können und die uns durch die Bildhaftigkeit und Greifbarkeit umso mehr in unseren Herzen verwurzeln. Und so bitten wir, dass dieses Wort uns wirklich aufrüttelt und verändert in dein Bild, dass wir deinem Befehl folgen, seid heilig, denn ich bin heilig. Dass wir immer mehr so werden wollen wie du und dass wir darauf achten, wovon wir uns ernähren. Du siehst all die Möglichkeiten, was wir uns alles reinziehen können, über Musik und über das Anschauen an Bildschirmen. Und da bitten wir dich wirklich um Gnade, auch um Gnade, um hier einen Bruch zu machen, da wo das notwendig ist, nach deinem Wort. Amen.